Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Chemiesession der diesjährigen GDNA-Versammlung. Das allgemeine Motto dieser Versammlung lautet ja bekanntlich Digitalisierung der Wissenschaften von Strukturen zu Prozessen. Ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung gefragt, dieser Session, wie kann ich das übersetzen in drei Themen, in drei Vorträge für die Chemie? Und das ist die Auswahl, die ich getroffen habe. Vorträge aus dem Bereich der Quantenchemie, der Wirkstoffforschung und der chemischen Industrie, Stichwort Industrie 4.0. Ich möchte vorab gleich sagen, dass alle drei Vortragenden sehr schnell zugesagt haben, dass leider aber der zweite Vortragende, Gisbert Schneider von der ETH Zürich, am letzten Donnerstag von einem Bandscheibenvorfall betroffen worden ist und deswegen praktisch bewegungsunfähig ist. Das heißt, der zweite Vortrag muss leider ausfallen, weil wir in der kurzen Zeit jetzt keinen Ersatz finden konnten. Trotzdem möchte ich zu Beginn einige allgemeine Anmerkungen zu diesen drei ausgesuchten Themen machen. Ich denke, man kann fairerweise sagen, dass Pionier der Digitalisierung in der Chemie, das war die theoretische Chemie und speziell die Quantenchemie. Sie haben in den letzten drei Tagen schon häufig gehört, dass die Quantentheorie, die Quantenmechanik im Prinzip die Chemie richtig beschreibt. Das heißt, wenn wir die Quantentheorie richtig implementieren können, können wir die Chemie berechnen. Leider ist es so, dass die grundlegenden Gleichungen der Quantenmechanik nur für ganz einfache Systeme exakt lösbar sind. Deswegen haben die Quantenchemiker in den Jahrzehnten seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts immer neue und immer bessere Näherungsverfahren halt entwickelt, sodass wir jetzt eine Hierarchie von Methoden haben, von Ab initio-Methoden bis zu Multiskalenverfahren wie QMMM, die unterschiedlich aufwendig, unterschiedlich genau sind, aber den großen Vorteil haben, passgenau auf viele Phänomene in der Chemie angewendet zu werden. Dazu gehören natürlich Strukturberechnungen, aber auch Berechnungen von Spektren, Berechnungen von Reaktionen, Molekulardynamik im Grundzustand, im angeregten Zustand. Sodass man fairerweise, denke ich, sagen kann, dass die Quantenchemie, die Computational Chemistry, heute ein wichtiger Partner der experimentellen Chemie geworden ist. In vielen Fällen unerlässlich, um experimentelle Ergebnisse richtig zu interpretieren. In vielen Fällen auch schon Wegbereiter im Sinne von Vorhersagen, auf die man sich verlassen kann, durch die das Experiment geleitet wird. All das wird im Vortrag von Frank Nese sicher ausgeführt werden. Dann der zweite Vortrag, der leider nicht stattfindet, habe ich mir gedacht, dass wir halt den Bereich der Wirkstoffforschung abdecken, gerade im Hinblick auf Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Aber auch im Hinblick darauf, dass wir in diesem Bereich bei der molekularen Modellierung halt ganz verschiedene Ansätze zusammenführen, um halt in der Pharmaindustrie halt schneller zu neuen Medikamenten zu kommen. Da geht es zum einen natürlich um Visualisierung, um Docking-Methoden, um die möglichst genaue Berechnung von Protein-Ligand-Wechselwirkungen, freie Energierechnungen, Molekulardynamik-Simulationen. Das heißt, die Grundlagen, wie man die Wechselwirkungen richtig beschreibt. Aber es geht auch in den Bereich Big Data und Machine Learning, weil bei dem De Novo-Design von neuen Arzneien muss man ja neue Wirkstoffe halt sich aussuchen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Chemical Compound Space beliebig groß ist, da reden wir leicht von Millionen von Verbindungen, dann muss man, wie das Gisbert Schneider in seinem Abstract schreibt, eine Verbindung von Geist und Maschine suchen, dass man sinnvolle Vorauswahl trifft, aber dann mit Methoden des maschinellen Lernens, mit Methoden der künstlichen Intelligenz dann diese riesigen Substanzmengen durchmustert und durch diese Kombination von jetzt Einsicht in Bindungsverhältnisse, durch statistische Methoden, aber auch durch Automatisierung im experimentellen Bereich halt schneller zu neuen Medikamenten zu kommen. Ich hätte mich auf den Vortrag von Gisbert Schneider gefreut, der da Experte ist auf dem Gebiet. Das müssen wir leider vielleicht auf die nächste Tagung halt verschieben. Die beiden ersten Themenbereiche betreffen ja Theorie und Modellierung. Nun haben Sie in dem wundervollen Vortrag von Herrn Schnick eben gerade gehört, wie leistungsfähig, wie wichtig halt die experimentelle Chemie ist. Das ist nach wie vor das Herzstück der Chemie. Und ich habe mir deswegen überlegt, dass wir auch halt einen Vortrag haben sollten, wo man Digitalisierung bei Experimenten halt anspricht. Nun ist es natürlich so, dass
in der Analytik schon seit Jahrzehnten Datenverarbeitung halt großgeschrieben ist. Wir haben halt Millionen Verbindungen in der Chemie und wir haben beliebig viele Kenndaten, halt, wie wir diese Verbindungen im Einzelnen charakterisieren, spektroskopischer Art, analytischer Art etc. Das meine ich aber nicht damit. Das ist also im Prinzip klassische Datenverarbeitung. Was ich eher meine, auch im Sinne dieser Tagung hier, dass es um die Beschleunigung der experimentellen Arbeit geht durch Parallelisierung und durch Automatisierung. Stichworte sind da Hochdurchsatzexperimente. Wir kommen dann wieder auf Big Data, Workflows. Wir haben selbst an unserem Institut in Eigenentwicklung ein elektronisches Laborjournal halt geschaffen mit Archivierung, was von Anbeginn an der Synthese im Labor über die Analytik, die Spektroskopie bis hin zur patentsicheren Archivierung halt alles in einer Umgebung halt IT-gesteuert halt ablegt. Das läuft unter dem Schlagwort, habe ich gelernt, von Herrn Walster, Industrie 4.0. Und der Status dort ist, denke ich, auf dem Weg zu integrierten, digitalisierten Prozessen in der chemischen Industrie. Und mehr dazu werden wir in dem Vortrag von Stefan Schunk hören.